Hey Leute, Kona hier. Begehrenswerte Gegenstände oder Errungenschaften gibt es im Universum von Guild Wars in vielen Formen. Doch welche Items können die wenigsten Spieler ihr eigen nennen? Welche Erfolge sind am schwersten zu erreichen und welche sind die seltensten Besitztümer? Viel Spaß mit den Raritäten aus Guild Wars 2. Ich freue mich wirklich immer noch sehr über meinen Chuck-Eiersack und begehre noch immer sehr die Spieluhren in Guild Wars, die bis vor kurzem übrigens um einiges seltener waren, als sie es jetzt sind. Ich habe mich gefragt, wie viele Spieler haben eigentlich einen solch seltenen Gegenstand? Vermutlich ist der Chuck-Eiersack ja einer der seltensten Gegenstände im ganzen Spiel. Doch nachdem ich auf Guild Wars 2 Efficiency recherchiert habe, war ich über so manche Statistik überrascht. Wie sich herausstellt, haben etwa 280 Spieler mindestens einen Chuck-Eiersack. Spieluhren bzw. Musicboxes besitzen sogar über 2000 Spieler. Jedoch gibt es noch einige seltenere Kuriositäten. Was würdet ihr sagen, was der seltenste Waffen- oder Rüstungsskin ist? Vielleicht denkt ihr wie ich erstmal an legendäre Waffen oder Rüstung. Platz 1 ist jedoch was super Dummes. Der Rucksack-Trageriemen. Es ist ein statloser Platzhalter für einen Rückenskin und er selbst hat keinen Rückenskin. Folglich kann ihn auch niemand freigeschaltet haben. Die seltensten Skins, die tatsächlich im Spiel vorkommen, sind die Nachkommen-Skins. Diese bekommt man nur über die Gabe Orines, die wiederum extrem selten in Truhen der Karte Drachensturz enthalten ist. Und sie sehen irgendwie ein bisschen aus wie Eis am Stiel. Angeblich ist die Gabe Orines als Drop in jeder tausendsten Truhe sogar garantiert. Klingt viel, aber ich habe ja auch 10.000 Truhen für die Musikbox gefarmt. So schlimm ist es also nicht, stellt euch nicht so an und ran ans Farmen. Der seltenste Skin, den ich freigeschaltet habe, ist übrigens die nebelgeschmiedete Obsidianpistole. Ich wusste nicht mal, dass ich sowas habe. Sieht auch irgendwie hässlich aus. Früher konnte man den Mini-Panda nur über den Kronpavillon bekommen. Man musste ihn sich richtig verdienen. Da war er noch etwas Besonderes. Nichts gegen dich, Panda. Schon jahrelang kann man ihn aber auch mit Lorbeeren kaufen. Als Resultat haben 10% der Spieler einen Mini-Panda. Die Pandas erobern die Welt. Abgesehen von den komischen PvP-Lamas ist die seltenste Miniatur der Mini-Wasser-Djinn, der irgendwie wie ein mumifizierter Power Ranger aussieht. Ich musste super viele Schwarzlöwentruhen öffnen, um damals die Federn der Zephyre, quasi den Dwainer-Gleitschirm, zu bekommen. Als ich ihn dann endlich hatte, habe ich mich so sehr gefreut. Doch jetzt muss ich feststellen, dass er einer der häufigsten Gleitschirme im Spiel ist. Und der seltenste Gleitschirm ist der fliegende Eber? Bild dir darauf nichts ein, du Eber. Du bist nur so selten, weil dich eh keiner haben will. Außerdem interessant, die seltenste Farbe. Ich dachte, vielleicht Permafrost, weil sie so teuer ist. Aber es ist Koolin? Zoolin? Blauer Himmel? Aha, das einzigartige Koolinblau. Nicht zu verwechseln mit blaue Orchidee. Talo-Blau oder Blaubeer und schon gar nicht Nachmittag, nein, nein. Wieso 10 Gold ausgeben, wenn man stattdessen 300 Gold ausgeben kann? Ich bitte euch, seid keine Farbbanausen. Wobei ich mir bei den ganzen komischen Farben vorkomme, wie in einer Kosmetikabteilung. Zählt man die PvP-Turnier-Todesstöße nicht, so ist der Sandhai-Todesstoß offenbar der seltenste seiner Art. Den konnte man mal mit Edelsteinen kaufen. Und wenn ich das so sehe, fällt mir wieder ein, wie sehr ich die Viecher im PvE hasse. Hört auf, mich immer in die Luft zu schleudern. Lasst mich in Ruhe! Die Sandhai-Luftballons sind aber süß. Oh. Weiter geht es mit weniger materiellen Errungenschaften. Die seltensten Erfolge fand ich relativ uninteressant. Die meisten sind Erfolge aus dem PvP, Waffensammlungen und Aktivitäten. Mein seltenster Erfolg ist übrigens Akolytin der Dwainer, für den man 6 Artefakte der Dwainer sammeln muss und dafür den Titel Akolytin der Dwainer bekommt, welcher gleichzeitig auch mein seltenster Titel ist. Die generell seltensten Titel sind wieder irgendwelche Sachen aus dem PvP. Danach kommen der Titel Fassmeister, für den man in der Fasskeilerei mit ganz viel Fässern um sich werfen muss oder so. Dann Ich bin steinreich, den man einfach für 1000 Gold kaufen muss.
und Fraktalgott, bei dem man sich ewig in den Fraktalen rumquält. Oder so. Ich kenne mich da ja nicht aus. Zum Abschluss noch ganz interessant, die seltensten Rezepte im Spiel. Es gibt da ein paar, die angeblich niemand hat. Komisch, denn sie sind ziemlich einfach zu bekommen. Ich habe mich mal auf den Weg gemacht, das Rezept für Minotaurensteak zu kaufen. Der Verkäuferin Selster Bärenfreund habe ich trotz ihrem komischen Namen bei einem Event geholfen, damit sie ihr Rezept anbietet. Und auf dem Weg nach Hause habe ich sie begleitet, während sie dieses riesige Stück Fleisch trägt. Und sie geht super langsam. Lauf schneller! Und obwohl ich das Rezept gekauft und benutzt habe, hat es angeblich immer noch niemand. Betrug. Ich wusste, dass da was nicht stimmt. Was, wenn die Rezepte-Lobby Guild Wars 2 Efficiency bezahlt hat, damit sie auf der Liste ganz oben sind, damit Spieler aus Neugierde unnötige Rezepte kaufen. Aber lecker ist es. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mich hier abonniert oder mir auf twitch.tv/konaklärt mit AE statt Ä im Namen folgt. Bis zum nächsten Mal, euer Kona. Der größte aller Archäologen! Was ich noch vergessen habe zu sagen ist, dass ich, wie ihr unschwer erkennen könnt, 10.000 überlegene vergrabene Schätze in der Bank rumliegen habe. In einer wird ja hoffentlich Kadiris Spieluhr sein, oder nicht? Wir werden sehen. Eigentlich wollte ich die 10.000 Truhen während einem 24-Stunden-Stream in meinem Urlaub aufmachen, aber ich habe es irgendwie zeitlich nicht hinbekommen, habe getrödelt und deswegen werde ich den 24-Stunden-Stream, in dem ich sie öffne, auf eines der kommenden Wochenenden verschieben. Ein Termin steht noch nicht fest, allerdings werde ich den 24-Stunden-Stream in einem Video auf YouTube ankündigen, auf Twitter und auf Facebook. Ihr könnt es also quasi nicht verpassen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, folgt mir einfach auf twitch.tv/konerklärt. Macht da die Benachrichtigungen an, wenn ihr auf keinen Umständen den Stream verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Damit ihr jetzt nicht umsonst das alles gehört habt, kriegt ihr als Belohnung noch ein WVW-Highlight. Klassischer Skorpiontrat. Bis dann. Buena Segne euch.